Mama, wenn ich groß bin, will ich Feuerwehrmann werden und ich will Ballerina werden. Das kennen Sie vielleicht, das haben uns die Kinder noch vor nicht allzu vielen Jahren gesagt über ihren Berufswunsch. Und heute kommen sie daher und sagen, Mama, ich will Influencer sein oder Streamer. Ja, und dafür müssen die Kinder nicht mal groß werden oder gar eine Ausbildung machen. Das ist schon bei den Kleinsten möglich. Wirklich schon ganz kleine Kinder, ganz kleine Menschen betreiben ihren eigenen YouTube-Kanal oder präsentieren sich auf TikTok und auch auf Instagram. Und nicht selten bekommen diese Kanäle so viele Klicks, so viel Anerkennung, dass die Werbeindustrie auf diese Kinder aufmerksam wird und dann fließt jede Menge Geld. Eine der erfolgreichsten deutschen Kinderinfluencerinnen ist 10 Jahre alt und die macht zum Beispiel in ihren Videos Werbung für Lippenstifte. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Kleine verdient mittlerweile so viel Geld, dass ihre Eltern nicht mehr arbeiten müssen. Tja, die Frage ist, ist Kinderarbeit in diesem Sinne überhaupt erlaubt? Welche Gefahren lauern da? Was macht das mit der Psyche der Kinder? Wo liegt da die Verantwortung der Eltern und wo liegt unsere Verantwortung in der Gesellschaft? Frau Giebel, sagen Sie mal, Influencer, auf Deutsch Beeinflusser, was ist das eigentlich? Naja, das sind erstmal Menschen, die in Social Media Angeboten präsent sind und sowas wie YouTube, Instagram, TikTok und da eine große Zahl von Followern haben und bei ihrem Publikum sehr beliebt sind. Und das können Promis sein, die man schon aus anderen Medien kennt oder die aus dem Sport kommen. Man denkt aber bei dem Wort Influencer in erster Linie mal an solche, die selber in den Social Media zum Star geworden sind. Also Menschen wie du und ich, die eben auch so wahrgenommen werden als Menschen wie du und ich, als Vertraute, die es gut meinen mit ihrer Fangemeinde. Und das sind vielleicht Leute, die mal ganz klein angefangen haben mit einem Account, wo sie über ihr Hobby sprechen oder zeigen, was für tolle Fähigkeiten sie haben. Oder es sind welche, die sowas wie ein Internet-Tagebuch führen und für ihre Freunde präsent sein wollen, die also damit klein angefangen haben und auf die dann eben andere aufmerksam geworden sind, auch Firmen, auch die Werbewirtschaft. Für die sind diese Leute, die eine große Fangemeinde haben, interessant. Also für alle, die eine Botschaft rüberbringen wollen. Die versuchen, die Influencer für sich zu gewinnen, mit Geld und was auch immer zur Verfügung steht. Das hat inzwischen extrem professionelle Züge angenommen. Also es gibt viele, die darin ihren Haupterwerb haben, die keinen sonstigen Beruf mehr nachgehen, sondern professionell auf, sagen wir mal, YouTube unterwegs sind. Und die Plattformen und die Agenturen verdienen natürlich da auch fleißig mit. Ja, vielleicht so viel erstmal zum groben Rahmen. Ja, herzlichen Dank. Von diesen Kinderinfluencern, ich habe das Gefühl, die werden auch immer jünger. Da gibt es auch immer mehr. Frau Schmidt, Sie haben ja selbst 3 Kinder. Ich glaube, die jüngste ist 20, wenn ich da recht informiert bin. Sind die eigentlich auch auf den Social Medias unterwegs, beziehungsweise wurden die schon mal angeworben von Firmen? Meine Töchter sind die eine ist knapp unter 30 und die andere 30 und die jüngste eben 20. Das noch nie, die sind ja nicht so unterwegs, weil er ich die das entdeckt hat, als ich für mein Enkelkind mit meinem ersten Smart TV, das ich zu Weihnachten bekommen habe, wirklich eine Kindersendung gesucht habe. Und dann mit den Suchbegriffen absolut schockierend in einer Küche mit einem Sechsjährigen gelandet bin, der ein Fastfood-Restaurant aufgebaut wurde vor den Eltern, einer heimischen, und das beworben wurde. Und ich war dann wirklich so geschockt und habe mich da immer weiter mit beschäftigt. Meine Kinder sind da wenig Opfer, vor allem die Jüngeren nicht, die hinterfragt das sehr. Aber ich denke jetzt gerade, jüngere Kinder werden da sicher damit angesprochen, wenn ein Gleichaltriger ihnen erzählt, wie ganz großartig das ist, dass
das und das zu tun. Und wir beschäftigen uns hier mit Alltagskompetenzen, wie man sich richtig ernährt und dass man viel rausgeht. Und dann sagen Kindern, ja, setz mal lieber zu Hause und ess Fast Food. Und das ist eine ganz andere Welle, wie da angesprochen wird. Und das war die erste Hürde. Und ich war einfach, habe dann immer mehr gefunden. Und beim Influencing bin eigentlich ich die Gefährdete, aber dann eher so Heimwerker-Sendungen. Das kann ja sehr unterhaltsam sein, Frau Schmidt.